Hi Leute und willkommen hier zum Video Nummer 5 zum Thema Hochwasser in Düsseldorf-Kaiserswerth. Ich mache es kurz und ihr seht es auch, der Pegel ist immer noch angestiegen, auch über Nacht wieder ein kleines Stückchen. Und wir werden heute natürlich wieder die Spots abgehen und vergleichen, wie es von heute zu gestern noch zugenommen hat, der Pegel. Und natürlich werden wir auch wieder abschließen mit der Mauer am Markt. Und ich glaube, man kann schon sicher sein, wenn man so in die Ferne schaut, dass das Wasser dort mittlerweile auch übergeschwappt ist. Ich frage mich, ob wir da überhaupt noch lang gehen können. Wir werden sehen. Bis gleich. Jetzt am Kittelbach, nicht am Schwarzbach, sondern am Kittelbach. Und ich glaube, man kann sehen, dass hier der Pegel im Vergleich zu gestern und vorgestern erheblich angestiegen ist. Und auf der anderen Seite, ich schwenke mal kurz rüber, da brauchen wir gar nicht mehr hingehen zu dem Fußweg, an dem wir vor drei Tagen noch gewesen sind, denn dort ist bereits alles übergeschwappt. Man sieht es von hier aus. An den letzten Tagen konnte man hier ja bis zu dem Fußgängerschild dort hinten, das seht ihr da ganz in der Ferne, dieses blau-weiße Schild, da konnte man auch hingehen. Heute absolut no way. Und es ist nicht nur die erste Wiese überschwemmt, also dort hinten, wo die Fähre anlegt, sondern es ist mittlerweile auch hier die zweite Wiese überschwemmt. Und wenn das so weitergeht, dann wird hier auch noch irgendwann diese ganze Zufahrtsstraße überschwemmt sein. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es heute da wirklich der Höchststand ist. Denn es wäre fatal, denn hinten ist ja, wie gesagt, hier auch die Gaststätte Rheinfähre. Und dort sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir, Leute, hier im Biergarten der Gaststätte Rheinfähre. Die Location kennt ihr, dort hinten wie immer, wie auch schon beim ersten Video, der eigentliche Anlegeplatz der Rheinfähre. Und im gestrigen Video, da stand ich noch dort hinten, hinter dieser Lampe auf der Bank und habe von dort aus gefilmt. Das geht jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, da kriegt man nasse Füße. Aber die Straße, die Zufahrtsstraße hier zur Gastronomie, zur Gaststätte, die ist auf jeden Fall noch frei. Und ich glaube, es bleibt auch trocken hier. Ich glaube nicht, dass jetzt hier noch ein, zwei Meter dazukommen. Also ich hoffe es nicht. Denn dort hinten, wenn ich hier in diese Richtung halte, dort geht es bergauf. Ja, also der Unterschied zwischen dort Eingang Gaststätte und dieser Bank, an der ich gestern stand, sind schon noch ein Meter, anderthalb Meter vielleicht in der Höhe. Deswegen, ich glaube, dass die Gaststätte hier verschont bleibt. So soll es sein. Ich glaube nicht, dass es hier noch über Nacht einen weiteren Meter ansteigt. Ich hoffe zumindest nicht. Und man muss auch ganz klar festhalten, es reicht auch langsam. Hier ist wirklich Land unter. Hier ist für Fußgänger, Radfahrer überhaupt kein Durchkommen mehr, weder nach links noch nach rechts. Allerdings befürchte ich, beziehungsweise ich bin mir relativ sicher, dass am Markt, am Kaiserswerther Markt jetzt das Wasser übergeschwappt ist. Es ist nur die Frage, ob es schon in den Ort hineinläuft oder ob da auch noch vielleicht, ein halber Meter der Rhein ansteigen muss, bevor es soweit ist. Ich glaube ja, und ich glaube auch, dass der Ort verschont bleiben wird, auch wenn es jetzt ein bisschen über die Mauer geschwappt sein wird. Aber das ist jetzt alles Spekulation. Wir gehen hin und überzeugen uns dann vor Ort davon. Bis gleich.
gesehen habt. Da sind wir jetzt am Kaiserswettermarkt. Heute mal nicht die Einstellung mit den Straßenschildern. Heute mal sofort der Fokus hier auf die Überschwemmung des Gehweges. Es hat sich also bewahrheitet, dass hier mittlerweile kein Durchkommen mehr ist. Allerdings die gute Nachricht ist, dass hier noch nichts in den Ort hineingelaufen ist und das wahrscheinlich auch nicht passieren wird. Ich zeige euch das jetzt mal aus einer anderen Perspektive, ohne Schnitt. Wir gehen einfach mal. Hier sind wir wieder. So, und hier kann man, glaube ich, erkennen, dass es also wirklich noch ein halber Meter bestimmt ist, mindestens. Wenn nicht sogar ein Meter. Bevor das Wasser hier in den Ort reinläuft. Und ich glaube nicht, dass es passieren wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wird nicht allzu weit mehr steigen. Und wenn, dann glaube ich und hoffe ich mal, dass es nicht über einen Meter ist, denn bei einem Meter läuft es ein bisschen in den Ort. Aber wenn es so bleibt, dann ist eigentlich keine große Gefahr hier für Mensch und Anwohner. Das ist immer die Hauptsache. Bis heute Abend mal hören, was in den Nachrichten so gesagt wird. Ob der Stand, ob der Pegel, vielleicht ob das Wasser noch ansteigt oder ob der Höchststand erreicht ist. Und je nachdem werden wir uns morgen noch mal wiedersehen. Sollte sich hier also wirklich noch mal was tun, sollte das Wasser noch mehr angestiegen sein, dann sehen wir uns morgen hier an dieser Stelle noch mal wieder. Bis dahin, trotz allem, euch noch einen schönen Tag. Und wer Lust hat auf einen zweiten Bloodborne-Stream heute Abend, geht es Amelia an den Kragen. Bis dahin und ciao.